Servus und willkommen beim Fresh Podcast Nummer 10, Part 2, hier aus dem wunderschönen Lorettimer. Als wäre es hier nicht Partyort genug, gibt es eine Woche im Jahr, wo das Innovation in the Sun hier stattfindet, eines der größten Drum Bass Festivals überhaupt. Und wir werfen einen Blick darauf. Viel Spaß! So, wir sind wieder zurück vom Innovation in the Sun 2009. Alter, wie lange waren wir bitte weg? So, jetzt passt. Wir haben es überstanden. Eine Woche lang Drum and Bass, Partys, ein kleines bisschen Alkohol vielleicht, Strand, Meer, das ganze Paket. Wir waren beim Innovation in the Sun 2015, haben keine extra Partys gebucht, so wie man es machen kann. Also keine Yachtparty, Whitepool-Party oder Strandparty. Es war trotzdem fett. Es war eine Woche lang in einem fetten Club namens Colossus. Die Größe vom Colossus kann man sich ungefähr vorstellen wie die Arena in Wien. Wer sie kennt, weiß, ziemlich fett. Und es hat auch noch einen zweiten Floor gegeben. Auf beiden die ganze Zeit die Top-Namen in der Drum and Bass Szene. Hauptsächlich viel Jump Up, viele Rewinds, oft Mr. Happy. Aber auf jeden Fall geile Sache. An einem Tag wurde dann das ganze Equipment vom Club Colossus in ein Schloss gebracht, 20 Kilometer entfernt von Lorettimar. Das war der Castle Rave, der war inkludiert im Ticket. Der war auch ziemlich fett. Ich meine, nach einer Woche Party denkt man wohl, dass man Ermüdungserscheinungen hat, aber wir haben nicht einmal irgendeinen Gehirnschaden davon getragen. Aber ihr müsst euch nicht nur anhören, was ich dazu zu sagen habe. Wir haben auf Innovation den Heist wieder getroffen, den wir schon beim Birthday Bash bei uns hatten. Und was er dazu zu sagen hat, schauen wir uns jetzt an. Good party, man. I've been playing here for a long time. You know, all the Innovation crew, they put it on every year, and it's been going. It's the longest sort of international drum and bass party that I know about in the Europe. The vibes here is a holiday vibe. Everybody's like, you know, they're like on holiday, but they're raving. So it's like, it's doubled up. You know what I mean? All these guys are here. You know, there's thousands of people here, man. I don't know how many, but a lot. And it's like, it's a week long rave, basically, in the same place. And it's just good vibes here. Everyone's on a good vibe. Everyone's just enjoying themselves. It's just a different environment to just going to a rave in England, you know? I mean, why not? At the end of the day, they saw an opportunity and they took it. They saw a package for a drum and bass holiday and a nice setting. Sun, sea and sand, drum and bass. Perfect. For me personally, selection is everything. You know, when I'm playing out, obviously my mixing's got to be tight, but I like to surprise the crowd with some new beats. I like to mix that with something maybe that's more familiar. Yeah, just mix it up, you know. What happens next? I've got no idea, mate. I'm not fucking Mystic Meg, do you know what I mean? I'm not a mind reader, but all I can say is drum and bass just keeps growing. Growing bigger and just worldwide, you know what I mean? This is Heist and you're watching the Fresh Podcast. Hier nun für euch DJ Hard Stuff. Ihr kennt mich wahrscheinlich noch unter meinem alten Künstlernamen Madcap, aber ich habe jetzt entschlossen, nur mehr EDM und Techno aufzulegen. Nein, natürlich ein kompletter Blödsinn, gleich wie ich diese Brille niemals aufsetzen würde. Aber sie war ein Geschenk der Neon und Form, also Neon und Schaum Party in Lorettimar. Und das ist der Grund, wieso ich sie aufgehoben habe. Wie es dort abgegangen ist, sehen wir uns jetzt an.
he's living in a world that is not healthy. Let's show him a different place. Ja, so ist es also auf der Schaumparty abgegangen. Zum Glück haben wir keinen Schaum nach Graz mitgenommen. Warte, was? Meine Eindrücke zum Innovation The Sun. Grundsätzlich eine richtig geile Idee, das Ganze mal von England nach Spanien zu Meer, Sonne und Strand zu bringen. Verbesserungsvorschläge sehe ich vielleicht noch, indem man alle Raver vom Innovation in ein Hotel bringt. Denn wir hatten auch als Nachbarn ein altes Ehepaar und die waren mit dem Lärm nicht ganz zufrieden. Ecktechnisch hat mir am besten gefallen Memphis Swift, der hat so richtig fett rausgehauen. Und was mir auch am besten gefallen hat, waren die englischen MCs, denn sie hatten wirklich schön fette Raps reingebracht und wirkten durchgehend bemüht, egal zu welcher Uhrzeit, egal welcher MC, die haben es wirklich für mich auch noch am besten gerockt. Also ich kann mich Madcap nur komplett anschließen, die MCs waren extrem powerful. Vor allem, was mir extrem gut gefallen hat, waren die Ragga Twins. Die haben mal so richtig gerockt, vor allem man hat gemerkt, die sind total eingespielt. Ihre Raps waren teilweise einfach synchron und gedoubled und hin und her. Und es war einfach lustig, weil viel auf der Bühne abgegangen ist. Und dazu war einer meiner Lieblings-DJs, die ich gesehen habe, am Innovation, das war nämlich Original Sin. Beim Hotelthema kann ich mich Madcap auch komplett anschließen. Wer lieber eine Klimaanlage braucht und vielleicht etwas leiser haben will, der sollte dann das Gold Package sich besorgen. Wir haben das Silver Package ausprobiert, war aber auch super, vor allem weil man bei normalen Festivals ja eher in Zelten campt. Und das eine Woche lang hätte ich, glaube ich, nicht ganz durchgehalten. Ein weiteres Detail, das mir aufgefallen ist, wie wir das erste Mal in den Club gekommen sind und dass man vielleicht nicht als erstes denkt, war, dass die Briten doch etwas mehr Platz zwischeneinander lassen. Also es ist ziemlich angenehm dort zu raven und zu shaken. Man kann richtig Drum and Bass Dance machen, wie es auch manche Briten können, im Gegensatz zu vielen Österreichern. Auf jeden Fall ist es sehr angenehm, weil man kommt auch leicht vor, wenn man vorne shaken will und leicht wieder zurück zur Bar, wenn man was trinken will. Ganz angenehm. Da können sich die Österreicher noch eine Scheibe abschneiden, vor allem, weil es bei uns immer mehr in Richtung Zusammenquetschen und Moschen geht. Wem Innovation oder die Mixtapes von Innovation ein Begriff sind, der wird es wissen. Es wird sehr viel Jump-Up gespielt. Ich würde sagen 80% oder mehr. Es kommt immer auf die Acts drauf an. Drum and Bass hätte mehr Subgenres zu bieten, aber es ist trotzdem cool. Nach einer Woche habe ich dann aber doch eine kurze Drum and Bass Pause gebraucht. Jump-Up bringt es mit sich und es wurde sehr oft gemacht, die Rewinds. Teilweise in Sets bis zu quasi 15 oder 20 Mal. Das ist jetzt wieder so eine Geschmackssache. Also ich persönlich finde Rewinds im richtigen Moment abgefeuert richtig cool, vor allem wenn der MC so richtig drauf einsteigt. Und wie man schon von Madcap gehört hat, die MCs waren wirklich Bombe. Aber was haltet ihr überhaupt von dem ganzen Rewinds-Thema? Denn ich kenne einige Leute, denen Rewind einfach nie gefallen wird. Und deswegen würde mich interessieren, was haltet ihr eigentlich davon? Schreibt es mal in die Kommentare unten. Ja, wie mein werter Kollege Frank Lemmon die Rewind schon angesprochen hat, so sehr wie er sie gerne mag, mag ich sie nicht. Aber wir werden sehen, was eure Kommentare so hergeben. Wie letzten Podcast angesprochen, möchten wir euch Fresh-Kurse für Video-Editing, Producing und DJing anbieten. Wir haben auch schon eine Kooperation mit externen DJs und Producern in Arbeit und das Feedback auf Facebook war bis jetzt auch schon recht groß. Also Leute, wenn ihr euch für eines dieser drei Punkte interessiert, schreibt uns entweder in die Kommentare oder auf Facebook. Wir lesen alles, wir bekommen alles und wir antworten auf alles. Nach 1,5 Wochen Erholzeit vom Innovation in the Sun war dann auch hier in Graz wieder mal eine extrem fette Party. Strictly Beats hat Noise eingeladen und zwar nicht in der Postgarage, sondern im Dom im Berg. Also ich muss sagen, ein ziemlich fetter Move. Es ist nämlich ungefähr, glaube ich, eine Woche vorher erst announced worden, nachdem Noise irgendwo absagen hat müssen. Und dann haben sie Strictly gleich hergeholt, den Dom im Berg reserviert und eine fette Party wurde gestartet.
Es hatte ungefähr gefühlte 3000 Grad drinnen. Doch das hat einfach nur das zur Folge gehabt, dass alle Leute komplett durchgeschwitzt waren und etwas crazy, was aber extrem geil war. Also Strictly gerne öfters solche Moves. Heute haben wir mal wieder die Möglichkeit, in einer ziemlich coolen Location zu drehen, hier über den Dächern von Graz. Wenn ihr eine coole Location habt, zum Beispiel eine Dachterrasse oder irgendetwas anderes wisst, gebt uns Bescheid. Ihr kriegt dann natürlich Goodies dafür, dass wir dort filmen können. Und wem es bis jetzt noch nicht genug Innovation war oder sich immer noch nicht genug zur Innovation vorstellen kann, für den haben wir jetzt noch ein paar Eindrücke zum Schluss. Und bis zum nächsten Podcast sage ich nur, stay fresh. It's a kill shot.